Episode 12 vom Lego-Filmspiel. Wir sind jetzt hier in der Hub-Welt schon wieder zurück. Ich habe gerade eben das Menü weg. Aber das ist eine andere Hub-Welt, oder? Ja, schon mal. Alles, ist halt alles ist kaputt. Alles untergegangen. So ein bisschen so wie Bioshock, ey. Geht's hier hin? Also wieder in der alten. Ich bin falsch. Wir müssen. Was ist das hier? Boah, wieso bist du der grüne Ninja? Nee, warte mal, halt, back. Ich bin der grüne Ninja. Du bist der grüne Ninja. Den kann man kaufen. Niemand ist der grüne Ninja. Ich rutsche. Ich kaufe den grünen Ninja. Reptile. Ach, der steht da nur so. Reptile. Finish him. Ja, das wird wohl nichts werden. Du kannst auch einen Kredit aufnehmen. Tschüss. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwo. Da so rüber. Da so wie geil ist auch am. Schau mal, da beim Wasser. Wie sich die Wellen bewegen und es sind tatsächlich auch die Steine. Toll. Boah, das ist toll. Boah, ist das ist toll. Vom Glitzern her. Ja. So, wo müssen wir hin? Schau mal, wir müssen hier rüber. Da fliegen die Wassertropfen, die da rausfliegen. Das sind diese runden. Ne? Mhm. Krass, so naut. Wenn man ins Wasser fällt, stirbt man. Krass. Wie im Lego. Obwohl das Wasser so flach aussieht, ne? Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ach, hier ist was für Wildstyle. Where's Wildstyle? Ach, warte mal, hier kann ich doch einfach wechseln. Das ist doch die Hub-Welt. Auch ein Dödel. Mach du das mal, ich räume mal hier die. Gibt es da irgendwie eine neue coole Wildstyle, die man noch kaufen kann? Der Old West. Ich glaub, im Moment noch nicht freigeschaltet. Nö, dann nehmen wir mal die wieder Hood. In the Hood. Fand mich in the Club. Runtergefallen. Da. Auf den Knopf. Pfft. Das könnt ihr nachziehen, ihr Nachzügler. Da ist was für Unikitty. Achso, warte mal, die kann ich ja jetzt dann auswählen, oder? Ja. Da ist sie. Ach nee, das ist ja blöd. Da springt sie dann doch zu der Figur. Tja. So, Moment. Wie auch immer sie das macht, aber sie macht es. Zauberei. Wie sie sich konzentriert, schau mal, jetzt die Augen zu. Ja. Aber. Hui! Ist das jetzt richtig die Hub-Welt oder ist das eher so? Das war das auf dem Weg zur nächsten Hub-Welt. Hier geht es jetzt ins nächste Level rein, in der Luke. Die Tiefe. Tiefen. Ist das ein Unterwasser-Set? Ja, doch, oder? Das gibt's. Ja, klar. Es gibt so eine ganze Stadt, die man bauen. Stadt unter Wasser? Mit so gelben, Greifhaken-U-Booten. Die hatte ich früher sogar. Ganze Wolke unter. Oh. Guck mal, deshalb gibt's das nicht zu kaufen. Oh, sorry, Kitty. Do you want to sit down and talk about it? What the heck is that? Double decker couch. You are so disappointing. Why are my pants cold and wet? Ew. Get to the escape pods. You built escape pods? I thought you did. We're gonna die. To stop the submarine imploding. No kidding. So, nee, da kann ich nichts machen. Kann Benny was machen? Schieb mich nicht da runter. Hör doch auf. Ich dachte, ich kann das hier durchschlagen, aber es geht nicht. Es wackelt nur. Da oben ist irgendwas, vielleicht kannst du raufschießen. Wo denn? Das ist da oben. Geh mal da weg. Ha, siehst du? Ach, haben wir das abgedichtet. What's next? We need to find a way down through this deck. Baust du? Irgendwie ging das nicht. Mach du mal. So. Hm, P.
Pick up the record. Ach so, man muss nur antippen. Ah, jetzt. Album auflegen. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus. Es ist Amadeus, Amadeus, Fritz. Yes. Nein. And then we probably drown. Do you have a better plan? Oh, Feuer. Feuer, das kann ich ja sagen. Ich hab's noch zweimal überprüft. Jetzt kann ich es ja sagen, ich bin Falco. Wenn ich gefragt habe, wo ich hingegangen bin, nachdem meine Karriere vorbei war, zum Let's Playen, zum GameTube, das war doch wunderbar. Computer gespielt und dumme Sachen erzählt. Das war nicht so schlimm. Na? Ja, scheiße. Na ja. Gut, ich bin's doch nicht. Aber der Anfang war doch super. Ja, ich hätte es dabei belassen sollen. Eine Strophe und dann sich zur Ruhe setzen. Aber nein. So, jetzt ist da irgendwas. Warte, das bringt irgendwie was. Hast du da, schmeiß mal deinen Stab da hoch, ob das mehr bringt, an die Steine da oben hin? Kannst du gar nicht drauf zielen, oder? Ach, warte mal, hier kann ich hin. Gehen Sie doch mal weg da, junger Mann. Ist das jetzt, ach, das ist wieder dein Quicktime-Event-Dings. Ja. Mein schläfriger Quicktime. Slowtime-Event. Oldtimer-Event. Achso, man muss theoretisch sogar so lange warten, bis das dann aufblinkt. Mhm. Ach Gott. You built a secret door into your part of the submarine? Secret doors are cool. How do we get up to the next deck? We can use the water to move some of this junk. Hey, well then, I guess it's good this submarine is leaking, huh? Nee, eins fehlt noch. Achso, das sind nicht alle... Ach, das gilt nur als eins. Dann müssen wir noch irgendeins bauen. Was ist denn das hier? Ja, aber erstmal kaputt machen, ne? Ah, das ist sehr gut. Erstmal meckern. Und es ist... kleineres U-Boot. Ach, guck mal, da gibt es so ein... genau. Ist das jetzt ein Herzikolben oder was? Hello? Can you open that hatch so we can get through? No, it's jammed. You'll have to find another way in. Benny. We can get to them through the airlock and the torpedo room. All right. You know, considering we had about a minute to build this place, we were surprisingly thorough. I have a better idea. If we attach a torpedo to the outside of the submarine and fire it, it'll push the submarine back up to the surface. If you're sure. Das ist so geil, man kann es ja sogar rausgucken. Siehst du das? Fisch da unten bei dir. Ich kann hier was abschießen. Ich kann hier was bauen. Auch. Okay, one of us needs to stand on that pressure switch, while the other pulls the handle next to it down to lock it. Go on. Pull the handle down. Achso, das bleib du stehen. Meine leichteste Übung. Someone's coming through the airlock. Hä? Oh, cool. Toll. Wir sind nicht böse. Wir haben unsere eigenen Bösen in das Schiff reingebaut. Ja, die kommen ja von draußen rein. Das sind halt Leute von der Straße. Okay. Die sind immer böse. Das hätten wir gar nicht so synchron machen müssen. Das ist idiotensicher. Wollten wir wieder zu viel. Hex Horizon. Peace Virus. So. Ich gehe rechts rum. Ha. Nein. Ja, folgt mir nur und fall drauf rein, du Depp. Ahaha. Moment. Oh, das war absichtlich spannend gemacht. Na, aber. Shouldn't you have attached the torpedo before you fired it? Das ist ein Schwertfisch. So we'll just go to the other planet, I guess. Na, jetzt wenigstens ein neues Tier. Swim around to the airlock. Hier hoch, oder? Ich glaube auch. Geil. Geil. Ach, ui. Hm? Boah, was ist denn das?
Komm, das ist so ein Riesenfisch. Das ist der Dope-Fisch aus Commander Keen. Ist auch schon ah, Schwertfisch. Ah, Kirchturm. Ah, Schwertfisch. Das ist ein Roboter-Schwertfisch, kann das sein? Barely? Das sind die, dann bestimmt die Teile dann von der Stadt, oder? Ja, genau. So, der Torpedo hat hier einen Raum aufgemacht. Tauch, tauch. Ich habe wenigstens einen Sauerstofftank hinten dabei, oder? Ja, ich bin ja ein Magier. Stimmt. Oh geil, guck mal, der da hinten, der hat irgendwas gefunden. Ah, nee, der sucht mit einer Lupe, siehst du das? Mhm. Hier. Nix. Gut. Und Schatz. Oh nein, er ist den ersten. Schon alle verpasst. Soll ich den Schatzsucher das auch so bekommen? So einer von fünf geschafft? Bestimmt. Ich meine, Assassin's Creed, das ist ja so eine sehr, sehr historisch akkurat. Das ist ja genauso. Oh, die schießen ja mit Harpunen auf uns. Ich glaube, die gucken gar nicht. Ich glaube, die harponieren lieber. Wie ich in Assassin's Creed. Ah, bunte Fische. Wie muss man das hier noch mitnehmen? Oh, hier so ein Schatz. Ein Schwarm. Wie geht denn das nicht? Au. Boah, wie übel das aussieht mit den Einzelteilen. Ist ja eine Kette irgendwie drum. Das, ach doch, warte mal, ich kann die Kette hier aufspielen. Ja, ja. Ich hatte nur den Switch-Pot gefunden. Achso, wir haben ja doch eine Luftanzeige, das blaue halt. Und deswegen müssen wir auch immer an diese Blubberblasen hinschwimmen, damit wir die Luft wieder auffüllen können. Hätten wir gar nicht gemerkt, wenn wir ersaufen. Dieser Fischschwarm kann einen auch wieder zurücktragen. Ja. Blöder Fischschwarm. Kurzes Atlantis. Oder? Nee, doch nicht. Das ist einfach nur die Überreste von zusammenfällt. Immer noch die Kuckuck, Cloud-Kuckuck Stadt. So wird Atlantis draus. Blup. Oh nein! Der Schwertfisch hat die Peilung aufgenommen. Schon mal wieder vorgeschwommen bist. Ja, es wird mir zum Verhängnis werden, wenn mich der Schwertfisch geschwommen ist. Wow, was ist denn da hinten? Ach, das ist ein großer Pokal, ein großes Tier. Vielleicht, ach, wir müssen den Schwertfisch vielleicht hier auf diese Zielscheibe locken. Schau mal. Ja, so, vielleicht hier, kann ich auch drauf schießen. Hier hinten positionieren. Get over here! Tada! Ah. Hä? Der Klassiker. So, dann gleich spontan selbst explodiert, okay. Naja. Wenn das braucht. Ui. Ja, hier links lässt grüßen. Wie heißt er? Der Zauberer bei Herr der Ringe? Gandalf? Ja, doch auch immer so eine Taschenlampe dabei. Stimmt. Das war doch in seinen alten Filmen mehr oder weniger der einzige Trick, den er so drauf hatte. Ich bin weg. In den neuen darf er ja mal ein bisschen zaubern. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier gibt's nur Luft. Das hast du übrigens gerade heraufbeschworen, dass Lore-Firme Herr der Ringe-Fans dir eine Abhandlung in die Kommentare tippen, was Gandalf ja wohl alles schon konnte, du Idiot. Das wollte ich doch. Darum ging's doch. Das ist der Bildungsauftrag, denn andere Leute werden das lesen und dann aufgeklärt drüber sein. Damit dieses schreckliche Missverständnis gar nie wieder wiederholt wird. Oh, eine Karte. Ist das so ein oder Kugelfisch? So ein Kugelfisch, ja. Schon. Kugelfisch oder Wasserbiene. Das ist vor allem im Fischrestaurant ein lustiger Spaß. Ach, schau mal, da kommt so eine komische. Eine Moräne. Oder ein Aal. Zitteraal.
Das ist eine Mine. Nee, doch nicht. Seegras. Nee, das war doch was. Luft. Wie schön das aussieht. Sehe, also so von den ganzen Locations und von der Abwechslung her ist das schon krass. Ich krieg gar nicht mit, wenn ich überlege, was wir schon alles erlebt haben, seit wir im Wilden Westen gewesen sind. Verrückt. Au, Kugelfisch. Au, Kugelfisch. Steuerrad! Wo denn? Da. Ich weiß nicht, warum ich jetzt da so drüber gefreut habe, aber. Das kann ich wegschießen. Jetzt haben wir ein Steuerrad. Guter Steuerrad von mir übrigens nicht hinterziehen. Nicht, dass ich mich damit auskenne, aber ich habe gehört, das kommt nicht so gut an. Vor allem, wenn man vorher ein rechter Moralapostel war. Wo eigentlich rechts? Ach, das war auch einer, verdammt. Hä, aber was? Ach, das ist auch so ein Ding, verdammt, ich sehe das so schlecht. Jetzt hier weiter. Dann geht's hier wieder zurück. Keine Ahnung, ich glaube, wir werden auf dem... Geht's da hoch? Ich glaube, das war richtig. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, wir können uns jetzt mehr oder weniger, damit, nachdem wir uns hier gesammelt haben, in der nächsten Episode dann diese Unterwasserexpedition fortsetzen. Ihr schaltet hoffentlich wieder ein. Bis dann. Tschüss.